Okay. Das ist die, wo wir haben gehen lassen. Die wird heimgesucht von ihrem Mann. Haben wir da ihn? War es jetzt ein Telltale oder haben wir tatsächlich irgendwelche Rätsel gelöst? Wir erfahren es vielleicht noch. Nee, wir erfahren es nicht mehr. Okay, schade, ich dachte, es wird jetzt irgendwie storytechnisch aufgelöst, aber anscheinend kann ich nur, indem ich jetzt hier. Dann machen wir das doch mal. Ups, falsche Taste, sorry. Ihr erinnert euch, der erste Fall, der schwarze Peter, der Harponierte. Da haben wir gesagt, dass es dieser Karnes harponiert war und wir haben keine Gnade walten lassen. Wollt ihr wetten oder sollen wir einfach aufdecken? Persönlichkeit, wir sind immerhin gewissenhaft. Dann halte ich mal die Taste gedrückt. Wir haben richtig gelöst. Karne ist der Täter, ist richtig und wir haben 16 von 16 Hinweisen gefunden. Sehr schön. Mexikaner haben den Zug versenkt. Wir haben das an Mycroft übergeben. Auch richtig, auch alle Hinweise gefunden. Blinghorn Eisdolch. Oh, das war das, wo wir so ein bisschen, weil die Hinweise so wischiwaschi waren. Aber richtig entschieden.
Hier haben wir ja den Kapitän rennen lassen. Auch das war richtig. Kevsgarben. Mal gucken. Ha, falsch. Es war doch die Dame. Wir haben also jemanden Unschuldiges. Ich bin deswegen froh, weil es mir zeigt, okay, es gibt ein richtig oder falsch und nicht nur einfach die Lösung nochmal. Und Follois Rache hat auch funktioniert. Dann war es doch die Tatsache, dass der entscheidende Hinweis, dass Miss White die einzige war, die genügend Zeit, also ohne Zweifel genügend Zeit gehabt hätte zum Einschließen. Motiv unbekannt. Okay. Schönes Spiel. Das Ende, ja, also ich möchte jetzt nicht meckern, das ist sehr schönes Spiel, grafisch sehr schön. Ich meine, es ist auch nicht mehr abgeschmiert bis jetzt gerade. Ja. Es ist jetzt gerade, ich wollte gerade sagen, es ist auch lange nicht mehr abgeschmiert. Es ist jetzt abgeschmiert. Ne, schönes Spiel. Die Rätsel herausfordernd genug. Ab und zu hätte ich mir. Also die Mischung ist immer schwierig bei sowas. Wann ist es zu viel Hinweis, wann ist es zu wenig Hinweis? In dem Fall war es meistens genau richtig. Manchmal hätte ich mir weniger gewünscht, manchmal hätte ich mir mehr Infos gewünscht. Von daher kann man sagen, gutes Mittelmaß. Und die Rätsel waren spannend genug. Die Geschichten fühlten sich bis auf die Glashausgeschichte. Die waren ein bisschen mit dem. Erst finde ich eine Spur zu den Tonmachern, aber die verläuft dann im Nichts. Also die fühlte sich so ein bisschen unfertig an, eigentlich, könnte man sagen. Interessante Mechaniken. Interessante Minigames. Sehr schönes Spiel. So, was machen wir jetzt? Ich natürlich. Ich natürlich. Ich dachte, da käme noch ein Fall, also so ein abschließendes, abgerundetes Ding. Aber ich glaube, wir machen einfach Feierabend. Weil die anderen Teile habe ich nicht installiert. Was anderes möchte ich nicht mehr anfangen heute. Ich möchte heute mal ein bisschen früher ins Bett. Weil ich gehe ja schon die ganze Zeit.